Mit den in der Bibliothek aufgestellten Geräten könnt ihr sowohl drucken als auch kopieren und scannen. Auf eurer Chipkarte habt ihr zwei Guthabenkonten, eins für die Mensa und eins zum Drucken und Kopieren. Aufladen könnt ihr euer Kopierguthaben an den Aufwärtern. Beachtet, dass das Kopierguthaben mindestens 80 Cent betragen muss, auch wenn ihr kostenlos scannen oder für weniger als 80 Cent drucken oder kopieren wollt. Wenn ihr etwas von einem PC-Arbeitsplatz drucken wollt, ist automatisch der Schwarz-Weiß-Drucker eingestellt. Wenn ihr einen Farbausdruck braucht, müsst ihr vorher den Farbdrucker auswählen. In diesem Dialogfenster habt ihr weitere Einstellungsmöglichkeiten, beispielsweise beidseitiges Drucken. Nachdem ihr auf Drucken geklickt habt, müsst ihr im nächsten Fenster nur noch auf Weiter drücken. Dann könnt ihr euch vom PC wieder abmelden. Anschließend geht ihr zu einem Kopiergerät, steckt die Chipkarte ins Terminal, drückt auf die Taste F3, wählt den entsprechenden Druckauftrag aus und drückt nochmal die Taste F3, Druckjob starten. Um von einem USB-Stick auszudrucken, steckt den USB-Stick vorne in die Öffnung des Druckers, klickt dann auf Von einem externen Speichergerät drucken und wählt das Dokument aus, das ihr drucken wollt. Geht dann noch auf Einstellungen zum Drucken ändern, um weitere Details festzulegen. Im Menü könnt ihr noch die Auflösung ändern oder die Option für das zweiseitige Drucken auswählen. Für einen Schwarz-Weiß-Ausdruck müsst ihr die Option SW-Druck anwählen, ansonsten wird automatisch in Farbe gedruckt. Anschließend klickt ihr den Start-Button unten rechts im Display. Natürlich könnt ihr mit den Kopiergeräten auch einfach nur kopieren. Häufig kommt es vor, dass die Vorlage größer als DIN A4 ist. Um trotzdem alles auf eine DIN A4-Seite zu bekommen, drückt auf den Button Zoom-Faktor und dann oben rechts den Button Auto-Image. Wenn ihr eine Schwarz-Weiß- oder Farbkopie haben möchtet, drückt den entsprechenden Button. An den Kopiergeräten könnt ihr auch kostenlos scannen. Entweder verschickt ihr den Scan an eure E-Mail-Adresse oder ihr nutzt einen USB-Stick, um darauf eure Scans abzuspeichern. Um den Scan per E-Mail zu verschicken, klickt zunächst auf Scan to E-Mail. Gebt jetzt im oberen Feld eure E-Mail-Adresse ein. Ihr könnt auch noch den Betreff der E-Mail und den Dateinamen vergeben. Im Menü könnt ihr unter anderem noch die Auflösung des Scans ändern. Jetzt einfach noch den blauen Start-Button klicken, fertig. Das Scannen auf den USB-Stick funktioniert ähnlich. Schließt euren Stick an die Vorderseite des Kopierers an und wartet, bis die Auswahl Scan zu externem Speichergerät erscheint. Anschließend auf Detail klicken und mit Ja bestätigen. Ein Menü mit weiteren Einstellungen öffnet sich. Hier könnt ihr ähnlich wie beim E-Mail-Scan Dateinamen erstellen, den Speicherort festlegen und die Auflösung ändern. Den Scan führt ihr mit einem Klick auf Start aus. Sollte es zu einem fehlerhaften oder abgebrochenen Druckauftrag kommen oder ist gar keiner vorhanden, dann versucht es bitte noch einmal. Nutzt bitte auch das Problemmeldeformular der Firma Hees, welches auf jedem Kopiererdeckel angebracht ist. Sollte der Drucker defekt, das Papier oder der Toner leer sein, wendet euch bitte an die nächste Auskunft.